Willkommen zurück, Andreas hier, und in diesem Video will ich dir erklären, wer deine zwei größten Feinde sind, ja, die du hast, wenn du versuchst, online erfolgreich zu werden als Coach, Berater, Trainer, Experte oder Dienstleister. Und es gibt genau zwei Dinge, ja, die dich davon trennen, den Durchbruch zu schaffen. Das erste große Ding ist deine eigene Unsichtbarkeit. Ja. Es gibt sehr viele Leute, die sich wünschen, endlich online sichtbar zu werden. Es ist nicht dein Angebot, es ist nicht deine Positionierung. Ja? Das sind alles Dinge, die kommen erst nach einer anderen Sache. Ja? Du musst endlich wahrnehmbar auftreten für deine Kunden. Ja? Und es gibt hierzu natürlich auch jede Menge Tipps, die du machen kannst. Ja? Du kannst natürlich hingehen, versuchen, Content-Marketing zu machen, YouTube-Kanal zu bauen, Podcasts zu starten und so weiter und so fort. Ja? Das sind alles Dinge, die wir natürlich auch machen, aber wir haben das Ganze erst gestartet, zum Beispiel, als wir schon sehr viel Reichweite hatten. Und wie ist diese Reichweite entstanden, wenn wir das jetzt erst anfangen? Nun, es ist ganz einfach. Wir haben von Anfang an immer in all unseren Businesses auf bezahlte Werbung gesetzt. Das heißt, wir haben zum Beispiel Geld ausgegeben auf Facebook, ja, für bezahlte Werbeanzeigen. Wir haben das Geld ausgegeben, auch viel auf Google, ja, in AdWords, in der Suche oder hier auf YouTube, ja, das gehört ja auch zu Google, und haben da Leute, die ein potenzielles Interesse an unseren Angeboten haben könnten, ja, angesprochen. Es gibt da noch ein paar andere Sachen, die mit reinspielen, ja, warum du unbedingt, um in die Sichtbarkeit zu kommen, vom Offline-Anbieter auch zum Online-Anbieter wechseln solltest. Ja, es geht nicht nur darum, dass du Geld in bezahlte Werbung steckst, sondern dass du auch sagst, hey, ich transformiere mich von jemandem, der nur regional Angebote hat, hin zu jemandem, der mit seinem Angebot auch online auftreten kann und es online erbringen kann in Form virtueller Dienstleistungen. Ja, das ist ein zweiter großer Shift, den du machen kannst. Ja, du kannst dir Reichweite einkaufen und du kannst dein Angebot online jedem anbieten, wenn du in diesem Bereich bist, wo du in irgendeiner Art und Weise Transformation anbietest für deine Kunden. Ja, das heißt, wenn du Coaching anbietest, Beratung anbietest, Training anbietest, Agenturdienstleistungen anbietest, dann kannst du diese sehr, sehr häufig auch online erbringen. Selbst wenn es klassische Dinge sind, die eigentlich normalerweise eher offline stattfinden, wie zum Beispiel Fitnesstraining. Ja, das läuft mittlerweile eher online eigentlich ab als offline. Das war das erste große Ding. Ja. Du musst in die Sichtbarkeit kommen und du musst dafür sorgen, dass du überhaupt online stattfinden kannst. Ja. Da, wie gesagt, der Tipp immer, Tipp Nummer 1, setz auf bezahlte Werbung. Ja. Bau dir online Reichweite auf, generiere Anfragen und dann schließ mit diesen Leuten idealerweise auch online ab, ja, in Form von virtuellen Verkaufsgesprächen. Das zweite große Thema, ja, über das viel weniger gesprochen wird, ist Vertrauen. Ja. Du kannst zwar online Anfragen generieren, aber wenn du dabei nicht in der Lage bist, zu kommunizieren, wer du bist, wofür du stehst, ja, was die Vorteile bei deinem Angebot sind und wie es eben auch dein Interessent schaffen kann, damit erfolgreich zu werden, dann wird dir all die Reichweite nichts nützen. Ja, das ist das, was man allgemein hin Marketing nennt, ja, das Verpacken des eigenen Angebotes und das Zurechtmachen des eigenen Angebotes für die Zielgruppe. Und da spielen ganz viele Themen wie Positionierung, Zielgruppenkenntnis und so weiter mit rein. Und natürlich gibt es auch hier verschiedene Taktiken, die man umsetzen kann, ja, Wege, die man beschreiten kann, um diese Reichweite eben aufzubauen. Aber das sind dann die ganzen Details. Was du nur wirklich mitnehmen musst für dich, ja, gerade wenn du vielleicht gerade startest oder online vielleicht versucht hast, die ersten Schritte schon zu gehen, ohne den Erfolg zu sehen, den du dir eigentlich wünschst, ist, dass du verstehst, dass es diese beiden Dinge nur sind. Ja? Sichtbar werden, und da gibt es eigentlich für schnelle Erfolge, mit schnell meine ich unter einem Jahr, ja? Da gibt es eigentlich nur eine einzige Sache, ja, Pay-per-Click-Marketing, ja? Also Investition in Facebook-Ads. Und das zweite ist Vertrauen. Ja? Und da gibt es einige Strategien. Ja? Wir nutzen da drei Strategien vor allem mit unseren Kunden, um auf bewährte Art und Weise diese Reichweite, die wir einkaufen, in Anfragen zu verwandeln von Menschen, die mit uns eins zu eins zusammenarbeiten wollen. Was diese drei Wege sind, ja, und wie sie für dein Geschäft funktionieren können, das sollten wir eins zu eins besprechen, denn das Ganze sieht nicht für jede Branche gleich aus. Ja?
Wir passen das Ganze immer sehr individuell an die Bedürfnisse unserer Kunden. Aber wenn du herausfinden willst, wie das Ganze für dich funktionieren kann, dann bewirb dich einfach auf ein kostenloses Erstgespräch mit meinem Team und mir. Und alles, was du dafür tun musst, ist auf www.andreasbaulig.de zu gehen und dich dort für ein kostenloses Erstgespräch einzutragen. Ja, wir schauen uns dann ganz genau an, ob und wie wir dir helfen können und wir werden dir dann in diesem Beratungsgespräch einen Plan mitgeben, den du wirklich umsetzen kannst und der dich wirklich von A nach B bringen wird. Ja? Raus aus der Unsichtbarkeit in die Sichtbarkeit, ja? Wo du Anfragen generieren wirst von Menschen, die dir bereits vertrauen und eben zu dir kommen, um mit dir zusammenarbeiten zu können. Und all das zeigen wir dir in diesem kostenlosen Erstgespräch. Also geh jetzt auf www.andreasbaulig.de und bewerb dich. Ja? Abonniere unbedingt diesen Kanal, denn ich haue hier dreimal die Woche mindestens absolut geile Insights raus, um Coaches, Beratern, Trainern, Experten und Dienstleistern zu zeigen, wie sie es schaffen können, erfolgreich zu werden im Internet, ja, und die Coaching-Revolution auch für sich wahrzumachen. Falls du mehr über die Coaching-Revolution erfahren willst, dann geh einfach auf www.andreasbaulig.de/podcast und dort wirst du den Link zu meinem Podcast finden, ja, die Coaching-Revolution, in der ich zweimal die Woche aktuell mit meinem Bruder eben über Konzepte wie diese nochmal im Detail spreche. Also wenn du noch mehr Infos haben willst, ja, dann kannst du auch noch den Podcast anhören. Das war's für dieses Video. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann, dein Andreas Baulig.